Ich bin im Auftrag der Vogtindarianer unterwegs. Dann wünsche ich dir viel Erfolg. Danke, bis später. Hast du noch was zu sagen? Nein. Knecht? Ah, Händlerin? Nein, die sagt nichts. Der Holzfäller sagt auch nichts. Seid gegrüßt auf meinem kleinen Anwesen. Ich grüße euch. Wie ich sehe, hat sich mit Firian und Alos doch alles zum Guten gewendet. Ja. Ihr glaubt gar nicht, wie erleichtert ich bin, dass die Verwicklungen ein Ende haben. Nun können die beiden den Travierbund eingehen und es wird endlich wieder Frieden auf meinem Anwesen herrschen. Ich habe nie eine strahlendere Braut gesehen. Sie geben ein schönes Paar. Ich gratuliere euch. Ich danke euch. Was hat euch denn diesmal in diese Gegend verschlagen? Ich bin im Auftrag der Vogtin unterwegs. Das ist ja sehr interessant. Aber ich glaube, die Zeremonie beginnt gleich. Wir können ja zu einem späteren Zeitpunkt darüber sprechen. Ja, da will ich jetzt nicht weiter stehen. Ihr wohnt doch unserem kleinen Fest bestimmt bei. Wir würden uns alle sehr freuen, wenn ihr noch bleibt. Vielen Dank, ich bleibe gerne. Ach, ihr seid es. Seid gegrüßt, Thanos. Ich habe von eurer Schließung des Travierbundes gehört und wollte euch meine Glückwünsche überbringen. Das ist sehr freundlich von euch. Hab Dank. Er ist zum Glück nicht mehr sauer, dass wir ihn in eine Kröte verwandelt haben. Möge Travia auch im Bund segnen. Seid gegrüßt. Ich freue mich, euch zu sehen. Ich habe von dem anstehenden Ereignis gehört und wollte euch dazu beglückwünschen. Ich danke euch. Möge Travia auch im Bund segnen. Ja, nee. Die echte Weg eigentlich. Ihr zum Gruße. Ihr gehört zum Gruße. Mein Name ist Brenuir. Seid ihr Torben Mehlteuer? Ja, der bin ich. Woher kennt ihr meinen Namen? Von Benkelbrecht in Talon. Er hat uns auch gesagt, wo wir euch finden können. Benkelbrecht? Ich kenne keinen Benkelbrecht. Da muss eine Verwechslung vorliegen. Aber da kennt ihr bestimmt Vito Niceback. Vito Niceback ist meines Wissens der Neffe von Ulvine Niceback, der Inhaberin des bekannten Handelshauses in Ferdok. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich ihn persönlich kenne. Entschuldigt bitte, dass ich mich einmische, aber dieser Mann lügt. Ich habe ihn auf dem Weg hierher mit Vito Niceback gesehen. Dass Hamlock mal hilft. Seid ihr sicher, Hamlock? Jetzt, wo der Name Vito Niceback gefallen ist, ja. Vorher wusste ich nur, dass ich den Mann schon einmal gesehen hatte, konnte ihm aber keinen Namen zuordnen. Was sagt ihr nun, Herr Mehlteuer? Ihr wollt doch wohl einem dahergelaufenen Gaukler nicht mehr glauben als mir. Dahergelaufener Gaukler? Ich höre wohl nicht recht. Ich werde euch gleich... Beruhigt euch, Hamlock, ich glaube euch. Ich habe beobachtet, dass die beiden hinter der Brücke standen und sich angeregt unterhalten haben. Dann ist Vito den Berg hoch zur Ruine gegangen und dieser Herr hier weiter zum Gutshof. Nun, was habt ihr dazu zu sagen, Herr Mehlteuer? Wisst ihr, Vito Niceback ist ein Schurke. Er hat mir gedroht, wenn ich auch nur einer Menschenseele von unserem Treffen erzähle, würde er mein Geschäft ruinieren. Was hätte ich denn tun sollen? Wir werden schon dafür sorgen, dass der saubere Vito Niceback euch keinen Schaden zufügen kann. Wir müssen nämlich wissen, dass er von der Ferdocker Stadtwache gesucht wird. Die Vogtindariana hat noch ein Hühnchen mit ihm zu rufen. Jetzt bin ich aber wirklich erleichtert. So ein mächtiges Handelshaus hat doch sehr viel Einfluss. Vito Niceback hat mir auf der Anreise aufgelauert. Er brauchte dringend Geld und suchte einen sicheren Unterschlupf. Deshalb habe ich ihn hoch zur Ruine geschickt. Nachdem die Kultisten von dort vertrieben wurden, interessiert sich kein Mensch mehr für sie. Danke, ihr habt mir sehr geholfen. Oh. Tach. Ja, ich habe den Händler Torben Mehlteuer am Gutshof angetroffen. Er hat mir verraten, dass sich Vito Niceback in der alten Ruine versteckt hätte. Vito Niceback soll sich angeblich in der Ruine aufhalten. Ich sollte mich einmal dort genauer umschauen. Toll, nur unsichtbar. Ich bin eingekerkert in der unsichtbaren Zelle. Ich unterbreche die Feierlichkeit ja nur ungern. Aber leider muss ich euch die Braut entführen. Und diese andere Schönheit ebenfalls. Ich weiß, dass es üblich ist, das erst nach der Zeremonie zu machen. Aber so lange kann ich nicht warten. Das werde ich auf gar keinen Fall zulassen. Oh, welch angenehme Überraschung. Ein tapferer Streiter für das Gute. Ich befürchte nur, dass ihr dazu keine Gelegenheit mehr haben werdet. Ja, das werden wir ja sehen. Okay. Der hat die beiden, glaube ich, gerade verzaubert. Während wir hier alle rumliegen,
Auf zur Ruine, damit wir das Werk vollenden können. Die Quest in Fürth wurde aktualisiert. Oh. Skelette. Attacke. Starke Skelette. Thorax. Deception. Sturm über Wasser. Ja. Yandra Aikara. Okay, viel zu starke Skelette. Alles klar. Lass das mal Vorgrimm machen. Ah, Gladys, Gladys, Gladys. Trink einen. Okay, jetzt ist Gladys auch down. Was zur Hölle haben die für Parade? Okay, du nimmst mal Ausdauerpastillen. Du machst die Klingenwand wieder an. Ein Schwert, ein Bogen. Wir nutzen auch Hammerschläge gegen uns, wenn ich richtig sehe. Und das sind ziemlich komisch aussehende Skelette, muss ich sagen. Das sind eher Zombies. Ja, wenn zwei einen angreifen, dann gelingt ihm immer nur eine Parade, weil er hat nur eine. Pro Runde. Lass das mal Vorgriff machen. Ah. Gut. Was in aller Welt ist passiert? Wo ist meine Tochter Firniane?
Ja, wo ist meine Braut? Was interessiert mich für Niane? Wo ist meine Schwester? Und wer war dieser Fremde, der plötzlich aus dem Nichts aufgetaucht ist? Offensichtlich hat der einäugige Fremde die beiden entführt. Ich bin ihm schon einmal in Arvestrom begegnet. Er führt nichts Gutes im Schilde, so viel ist sicher. Mehr kann ich euch aber über ihn nichts sagen. Es muss sofort etwas unternommen werden. Finian und Salina müssen aus seinen Fängen befreit werden. Umgehend. Das ist leichter gesagt als getan. Ich glaube, er benutzt die Ruine für sein Vorhaben. Sie ist unbewohnt und Wagnitz und die Drachenkultisten haben sie bereits für magische Experimente benutzt. Und die Instrumente und Gerätschaften wurden zurückgelassen. Dann muss ich sofort dorthin. Überlasst das besser mir. Ich muss ohnehin Nachforschungen in der Ruine anstellen. Ich werde euch auf jeden Fall über die Fortschritte auf dem Laufenden halten. Danke, dass ihr euch der Sache annehmt. Bringt mir Firniane heil zurück. Und Salina auch. Ja, wir versuchen es. Sprich, Freund. Erstmal müssen wir Wunden verbinden. So, die Händlerin hat immer noch nichts zu sagen. Was haben die Skelette denn so bei sich? Alte Streitäxte. Okay. Ja, also Reisezeiten, Ruine. Ich habe den Händler Torben Metheuer am Gut zum Fang getroffen. Er hat mir verraten, dass sich Vito Niceberg in der alten Ruine versteckt hätte. Vito Niceberg soll sich angeblich in der Ruine aufhalten. Ich sollte mich dort einmal genauer umschauen und entführt. Während der Feigheiten auf dem Gutshof ist der einäugige Fremde, dem ich schon in Arvestrom begegnet bin, erneut aufgetaucht. Er hat Finian und Salina entführt. Der unbekannte Einäugige ließ die Bemerkung fallen, dass er sich mit Firnian und Salina zur Ruine begeben würde, um dort etwas zu beenden. Das verspricht nichts Gutes. Ich sollte mich schleunigst dorthin aufmachen, um das Schlimmste zu verhindern. Ruine. Ich werde jetzt aber ein Quicksave machen. Ich weiß nämlich nicht, ob hier... Falle? Au. Kann ich meine Sinnesschärfe? Nein. Kann keine Sinnesschärfe erhöhen. Okay. Harpchen. Mandaya Ioai Banda. Alles klar. Starke Harpchen. Jetzt wird's ernst. Kann die Leute. Starke Harpchen, die vergiften. Oh Gott, die verdammt viel Schaden austeilen können. Okay. Wie überaus unschön, ey. Okay, okay. Sprich, Freund. Erstmal hätte ich gerne hilfreiche Tatze. Wobei, kann ich noch Zauber bei dir steigern? Hilfreiche Tatze ist auf Maximum. Gewandtheitsattributo mal steigern. Falkenauge steigern. Armatrutz steigern. Wo ist Attributo Konstitution? Ach so, habe ich gesteigert. Ist auf Max. Okay. Na klar. Bei dir kann ich den Armatrutz gerade nicht mehr steigern. Okay. Das heißt jetzt erst einmal. Feyatara Gra.
So, dann noch eine hilfreiche Tatze. Gott hat die eine schnelle Astralenergie-Regeneration außerhalb vom Kampf. Wahrscheinlich durch den Ring. So.